Heute Nachmittag haben wir Äpfel geröstet für einen Äpfelküchli-Tag, den wir morgen haben. Unsere Bewohner machen das gerne. Ich gehe es auch gerne spontan holen, weil sie sind sehr dankbar, weil einfach etwas läuft heute am Nachmittag. Und vor allem ist es für sie auch ein bisschen wie Therapie. Sie können mit taktilisch noch etwas machen. Und einfach auch die Erinnerungen, die dann auch wieder ein bisschen wach werden von früher, wie sie mal hatte. Meistens lassen sie es ein bisschen machen. Es gibt meistens ein Gespräch daraus heraus. Vor allem geht es auch darum, wie sie früher Äpfelküchli gemacht haben und so, welche Sorten Äpfel sie noch kennen von früher. Und eben welche Sorten das man hat genommen und welches das der beste ist. Heute hat es Boskop gegeben und das ist schon der, den sie am liebsten haben, wo auch sie sagen, das sei der beste Äpfel für Äpfelkuchen und Küchli zu machen. Und manchmal machen wir auch ein bisschen Wettbewerb, wer die längste Äpfelschinte kann rüsten. Ja, und dann tut es einfach auch ein bisschen Gemeinschaft und so. Ich nehme meistens auch noch Zeitungsleute dazu, die wollen. Es ist ja immer freiwillig. Aber einfach, dass es ein bisschen der Kontakt gibt, dass wir einfach ein bisschen Spass haben. Eben vor allem einfach die Erinnerungen wach werden. Meistens, wenn wir so einen Anlass haben, wo etwas läuft, wo sie auch mithelfen damit, dann tun wir meistens auch ein bisschen in der Aktivierung selber das Thema aufgreifen und zum Beispiel ein Gedächtnistraining machen mit dem, wo man dann so ein spielerisch die Rätsel lösen, weil sie geniessen das sehr. Mit den Töpfeln bekommen, die gestern die Bewohner gerüstet haben. Die waren jetzt über die Nacht in der Kühlung. Dazu haben wir angefangen mit einem Bieti, wo wir aber hier etwas abgeändert haben, weil wir Äpfelküchli haben, machen wir mit sauren Most. Und für mich ist wichtig die Äpfelsorte. Wir machen hier die Äpfelküchli mit einem Boskop-Äpfel, der einfach eine Säure hat und auch schön weich wird. Jetzt tun wir die Äpfel noch eins nachkontrollieren von den Bewohnern, sie putzen, das Kernhaus rausnehmen und in Ringli schneiden. Nach dem Schneiden tun wir die Äpfel im Bierteig rausbacken, sie drehen, dann nehmen wir sie raus, lassen sie abtropfen, drehen sie im Zimmer Zucker drehen und sie möglichst frisch mit einer hausgemachten Vanillesauce den Bewohnern servieren. Und natürlich den Angehörigen. Ich freue mich auf den Anlass. Vor allem, dass wir letztes Jahr eigentlich keine richtigen Äpfelküchli-Tage haben konnten. Wir haben einfach nur für die Bewohner intern können machen. Und jetzt heute dürfen wir wieder mit Angehörigen machen. Und es bringt ein bisschen Leben in die Lebensart, kann man finden. Wunderbar, wunderbar. Vor allem die Öseli natürlich, aber das Küchli war sehr gut. Das finde ich sehr gut, weil ja, da kommt man ein bisschen unter die Leute. Das ist gut so.